Ja, dann heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar Spielend Lesen Lernen. Ich habe eben schon einen Blick in die Präsentation von Frau Freiwald erhascht. Es wird super. Seien Sie gespannt, es wird interaktiv. Es ist alles dabei von Tillimero über die Plattform Unilo, über Tablet-Anwendungen. Also alles, was Sie im Meseclub vor Ort haben sollten, an Instrumenten und Spielereien, wenn Ihnen da was fehlt, Sie gerne noch was hätten, dann schreiben Sie uns immer an, den Kollegen Sebastian Niesen, der wird das dann versuchen, für Sie noch zu bestellen. Und genau, dann hoffe ich, dass wir Sie alle dann noch ausstatten können, wenn Ihnen was fehlt. Kurz zu mir, ich glaube aber, die meisten kennen mich bereits. Ich bin Jasmin Welkenbach, jetzt seit 2,5 Jahren bei der Stiftung Lesen dabei, bei den Leseclubs und Media Labs. Habe zuerst die Bewerbungen betreut, bin dann in die Weiterbildung reingerutscht, die ich jetzt auch seit 1,5 Jahren übernommen habe. Und es ist leider meine letzte Veranstaltung heute hier mit Ihnen. Ja, ich bin auch sehr, sehr traurig und werde es genießen, heute die 1,5 Stunden noch mit Ihnen zu verbringen. Ich werde die Stiftung Lesen verlassen, aber trotzdem weiter den Büchern und der Lesewelt treu bleiben. Genau, Nachfolgerin ist auch schon in den Startlöchern, von daher wird das Projekt auf jeden Fall weiterlaufen. Sie werden weiterhin sehr, sehr gut betreut werden von meinen Kolleginnen und dem Kollegen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen und uns allen heute ganz viel Spaß mit Frau Freiwald, unserer Referentin der Stiftung Lesen. Sie kennen sie vielleicht auch schon. Sie ist jetzt auch schon einige Zeit dabei, hat schon ganz, ganz viel online gemacht und ja, hat sich jetzt mit unseren Leselernspielen auseinandergesetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, Frau Freiwald, Feuer frei, Sie dürfen. Vielen Dank, Frau Welkenbach. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal einen wunderschönen guten Nachmittag. Also hier bei uns in Viertel vor Hamburg, wo ich wohne, ist es 25 Grad im Schatten. Danke, dass Sie möglicherweise auch bei sehr hohen Temperaturen zu uns gefunden haben. Zeigen Sie mal schnell, wer hat über 30 Grad bei sich zu Hause? Nee? Ja? Okay, okay. Frau Harms, Frau Welkenbach. Tapfer, tapfer, tapfer. Statten Sie sich aus, mit was zu trinken. Ganz, ganz wichtig. Okay. Und dann, ja, würde ich sagen, starten wir auch schon los, indem ich Ihnen ganz kurz meinen Bildschirm freigebe. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass es diesmal klappt. Manchmal klappt es nicht. Sollte das in irgendeiner Form kurz hängen oder sollte es kleine technische Schwierigkeiten geben, sehen Sie es uns nach. Wir bemühen uns, das alles hier so glatt wie möglich für Sie laufen zu lassen. So, ja, herzlich willkommen bei unserem Seminar Spielend Lesen Lernen mit Tillimero und Co. Ich habe Ihnen hier mal mein Lieblingsbild mitgebracht. Wer öfter meine Veranstaltungen besucht, der weiß, das ist immer das allererste, was ich zeige, denn das ist eigentlich der Ort, wo wir alle hin möchten. Wir sehen hier das aus einem Buch, nicht nur Buchstaben oder Seiten zu sehen sind, sondern dass aus einem Buch eine ganze Landschaft, eine ganze Geschichte erwächst, dass mithilfe der Fantasie das Ganze hier dreidimensional wird. Und ich nehme an, dass Sie genauso wie ich Leser sind. Und schlussendlich ist das unser Ziel, Kindern zu Lesern zu machen. Und Sie wissen, wenn zum ersten Mal der Film im Kopf anspringt, dann haben wir gewonnen. Dann ist das Ziel erreicht, denn dann haben die Kinder zum ersten Mal bemerkt, wie das ist, wenn tatsächlich eine Geschichte in meinem eigenen Kopf anfängt zu laufen und sich dort abspielt. Dann ist genau dieser Zauber eingetreten, den wir hier auf diesem Bild sehen. Dann ist aus einer weißen Seite mit schwarzen Zeichen drauf eine Geschichte geworden. Und das ist das Schönste, was uns passieren kann, als Menschen, die wir in der Leseförderung arbeiten. Und das ist der Augenblick, auf den wir hinarbeiten. Das ist eine wichtige Aufgabe, mit der Sie da betraut sind, eine wichtige Aufgabe, der Sie sich angenommen haben. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die eigentlich gesamtgesellschaftlich getragen werden muss. Denn dass Kinder zu Lesern werden, ist für unsere Gesellschaft, unsere Kommunikationsgesellschaft, in der wir leben, essentiell.
dass Menschen gut lesen können. Das ist die Grundvoraussetzung für Teilhabe an dieser Gesellschaft. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Bildung richtig ordentlich vermittelt werden und weitergegeben werden kann. Danke, dass Sie alle im Einsatz dafür sind. Ja, was können Sie heute erwarten? Ich habe Ihnen ganz kurz unser Programm aufgeschrieben. Digital, was ist das eigentlich? Muss uns das beunruhigen oder welche Chancen bietet uns das in der Gestaltung von Leseförderungskonzepten? Dann natürlich die Frage, wie gestalte ich so ein Konzept und wie binde ich das digitale Hilfsmittel in meine Programme mit ein? Ich habe Ihnen heute drei digitale Hilfsmittel mit auf den Plan geschrieben. Das erste ist der Bluebot. Das ist, vielleicht kennen Sie das Gerät schon, ein kleiner Käfer, der programmierbar ist und der sehr, sehr hilfreich dafür ist, mathematisches und räumliches Denken zu trainieren und der außerdem Kindern vom Kindergartenalter bis weit in die vierte Klasse ganz, ganz großen Spaß macht in der Arbeit. Deswegen habe ich Ihnen dazu ein paar Ideen zusammengetragen, wie man den Bluebot optimal einsetzen kann. Dann reden wir über Telimero, den sprechenden Stift. Es gibt auch andere Marken. Die Stiftung Lesen hat sich dazu entschlossen, den Telimero an die Leseclubs auszuhändigen. Sollten Sie aber einen sprechenden Stift von einer anderen Marke irgendwie zufällig da haben, geht auch das natürlich. Und schlussendlich möchte ich auch noch ganz kurz zwei Sachen auf dem Tablet vorstellen, die man sehr schön in der großen Kindergruppe machen kann. Vielleicht können Sie das ein oder andere davon mit nach Hause nehmen. Es wäre toll, wenn Sie was zu schreiben bereithalten. Wir wollen nämlich gleich ein bisschen in eine interaktive Aufgabe einsteigen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir zum Ende der Veranstaltung vielleicht noch ein paar Minuten Zeit finden, um miteinander zu sprechen über Ihre Ideen, Ihre Anregungen. Was war das Beste, was Ihnen jemals gelungen ist in Ihrem Leseclub? Was war das Schlimmste und was möchten Sie nie wieder erleben? Denken Sie dran, aus den schlimmsten Erfahrungen, die wir machen, nehmen wir meistens das Allerbeste für die Zukunft mit. Insofern trauen Sie sich, hauen Sie es raus, sprechen Sie mit uns drüber, was war toll, was war nicht toll und was können Sie anderen daraus mitbringen und was können Sie an Erfahrungen mit uns teilen. Ja, dann hätte ich zuallererst natürlich total gerne mal gewusst, welche digitalen Hilfsmittel setzen Sie ein oder haben Sie in Ihrer Arbeit in den Leseclubs schon eingesetzt? Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich würde mich freuen. Unten in der Mitte gibt es eine Funktion, einen Chat, den Sie aktivieren können, indem Sie da mal draufklicken. Ich glaube, das Symbol ist wie so eine Sprechblase. Und da können Sie uns, wenn Sie Text in das kleine Feld schreiben und die Return-Taste auf Ihrem Rechner drücken, kleine Botschaften zukommen lassen. Und ich würde Sie bitten, einmal uns ein kurzes Ping zu geben, welche von diesen Elementen Ihnen bekannt sind oder Sie schon im Einsatz haben. Ich habe hier mal AR und VR Elemente aufgeschrieben. Also das heißt Augmented Reality und Virtual Reality. Vielleicht haben Sie schon mit Programmen gearbeitet, die diese Funktionen unterstützen. Oder haben Sie eine Lieblingslese-App, die Sie gerne in Ihrem Leseclub mit den Kindern nutzen? Gibt es bestimmte Websites, auf die Sie regelmäßig gehen, um sich Anregungen zu holen oder um sie mit den Kindern anzusehen? Haben Sie vielleicht einen Bluebot im Einsatz oder einen anderen programmierbaren Roboter? Nutzen Sie Bilderbuchkinos oder vielleicht sogar Unilo, das die Stiftung Lesen Ihnen zur Verfügung stellt. Wir sprechen darüber nachher auch noch. Haben Sie schon sprechende Stifte? Haben Sie damit schon tolle Rallyes gemacht oder andere Ideen umgesetzt? Und was genau stellen Sie mit Ihrem Tablet-PC im Leseclub an? Lassen Sie es uns wissen. Schreiben Sie das gerne rein. Ich kann Ihre Ergebnisse jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe die wunderbare Frau Welkenbach an meiner Seite, die gerade mal uns mitteilen kann, welche Ergebnisse da schon eingegangen sind. Na klar, also der Bluebot wurde schon verwendet, der Telimero-Stift, die Anton-App sogar zweimal. Bilderbuchkino ist bekannt. Frau Ertel-Deutschmann hat noch keine Erfahrung gesammelt.
Dann, genau, Tablet wurde verwendet, wieder der sprechende Stift. Ja, nochmal keine Erfahrung mit digitalen Hilfsmitteln, aber dafür sind wir ja heute da. Das ist doch wunderbar. Genau, Bluebot ist neu, noch nicht genutzt worden. Super, dann lernen Sie mal heute, wie der funktioniert, was man damit Tolles machen kann. Genau, Roboter wurde verwendet, die Stifte. Also das ist doch eine bunte Mischung, würde ich sagen. Ganz wunderbar. Ich freue mich, dass auch ein paar Leute dabei sind, die noch wenig Erfahrung haben mit diesen Geräten. Sollte es für diejenigen langweilig werden, die das schon seit ewigen Zeiten machen, bleiben Sie dabei. Vielleicht können Sie uns nachher ein paar Tipps geben. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, ich habe Ihnen hier nochmal die tolle Konzepteliste der Stiftung Lesen aufgemacht. Das ist ja immer unser erster Blick, wenn wir ein Buch zur Hand nehmen und uns überlegen, wie können wir den Text, das Buch, die Bilder, wie können wir den Inhalt zum Leben erwecken? Und das ist eigentlich immer so mein erster Blick. Was stelle ich genau damit an? Manchmal ist die Wirkrichtung auch umgekehrt, dass man auf ein ganz tolles Projekt stößt und sich hinterher überlegt, welcher Text, welches Buch würde denn dazu eigentlich passen? Ein bisschen ist das jetzt so auch mit unseren digitalen Geräten. Diese Geräte verfügen über eine gewisse Anzahl an Funktionen und diese Funktionen können wir uns zunutze machen, um zum Beispiel den Inhalt eines Buches tatsächlich zu gestalten und für die Kinder erfahrbar zu machen. Denn das ist ja eigentlich unser Ziel. Und ja, manchmal ist das mit diesen digitalen Geräten so, dass man ein bisschen um die Ecke denken muss, um sich das Ganze nutzbar zu machen. Aber wie gesagt, dafür sind wir heute hier, um zu zeigen, welche Funktionen ganz besonders interessant sind, um sie in der Arbeit mit Kindergruppen einzusetzen. Als erstes habe ich Ihnen den Bluebot mitgebracht. Für diejenigen, die das Gerät noch nicht kennen, habe ich den hier nochmal in der Hand. Der Bluebot ist der große Bruder vom Beebot. Also es gibt ein ähnliches Gerät, den Beebot. Der ist tatsächlich wie die Biene Maya gelb-schwarz gestreift, hat aber ein Gehäuse, das nicht durchsichtig ist. Dieser Bluebot hat ein durchsichtiges Gehäuse, was bedeutet, man kann diese ganzen LEDs und alles, was hier drin ist, bei der Arbeit beobachten. Und das Ding blinkt und sieht super interessant aus und ist für ein bisschen größere Kinder extrem faszinierend. Außerdem ist es ein sympathischer kleiner Kerl, der hat riesige Augen und man kann den Ton abstellen, was für alle, die in der Arbeit mit Kindergruppen tätig sind, immer ein ganz großes Plus ist. Die Kinder haben das Ding natürlich am liebsten mit Ton an, was für eine halbe Stunde wirklich gut zu ertragen ist. Danach müssen sie schauen, was ihre Nerven noch so mitmachen. Ja, dieser Bluebot ist im Grunde genommen ein steuerbarer kleiner Roboter, der ganz, ganz leicht zu programmieren ist. Das Besondere an dem Bluebot im Gegensatz zum Beebot ist, dass man den über Bluetooth mit dem iPad verbinden kann. Das Schöne ist also, wenn Sie in den App Store gehen, also vorausgesetzt Sie arbeiten auf einem Apple-Gerät, dann machen Sie sich auf den Weg in den App Store und dort finden Sie, wenn Sie Bluebot in die Suchleiste eingeben, zwei unterschiedliche Programme. Das eine Programm nennt sich Bluebot und dort haben Sie auch die Möglichkeit, einen virtuellen kleinen Bluebot zu programmieren, sodass er sich durch verschiedene oder auf verschiedenen Untergründen bewegt. Die zweite App, die dort angeboten wird, ist eine App, die nennt sich Blueblocks. Blueblocks ist die bisschen neuere Variante und dort haben Sie die Möglichkeit, kleine Programmierblöcke auf dem iPad zusammenzusetzen und diese Programmierung wiederum an den Bluebot weiterzugeben über Bluetooth, sodass dieser sich wie von Zauberhand bewegt. Es ist allerdings so, dass erfahrungsgemäß auf dem iPad maximal 1 bis 2 Kinder konfliktfrei zusammenarbeiten können. Wenn Sie mehr Kinder in Ihren Gruppen haben, wird das ein echtes Problem. Auf einem digitalen Gerät
auf dem nur ganz wenig gemacht werden kann oder das eigentlich am allerliebsten nur eine Hand am Auslöser hat. Deswegen zeige ich Ihnen, wie man in großen Gruppen mit diesem Gerät arbeiten kann. Also erstmal zur Funktionsweise. Die, die diesen Käfer noch nicht kennen, werden feststellen, der hat Tasten auf dem Rücken. Ich habe es Ihnen auch hier in der Präsentation nochmal abgebildet. Die Tasten für Pfeil vor und Pfeil zurück bewegen dieses Gerät, wie man vermuten könnte, vor und zurück. Und zwar jeweils über eine Strecke von ungefähr 15 cm. Drücken Sie die Tasten für rechts oder links, dann dreht sich der Käfer um 90 Grad, ohne allerdings dabei Strecke zu machen. Also das heißt, er dreht sich auf der Stelle. Das ist für viele Nutzer im ersten Moment ungewohnt, denn man geht davon aus, dass er sich auch rechts und links bewegt. Das tut er nicht. Also rechts und links drücken bewirkt eine Drehung um 90 Grad. Dann hat er noch eine blaue Taste mit einem X, man sieht die hier. Damit lösche ich die letzte Programmierung. Auch da Fehlerquelle Nummer 1, den Kindern klar machen, dieser Käfer macht nicht das, wovon ihr wünscht, dass er es macht, sondern er macht genau das, was ihm gesagt wird, was wir uns von euch gelegentlich auch wünschen würden. Also das bedeutet, wenn ich dem Käfer eine Programmierung gebe und diese nicht lösche, bevor die nächste Programmierung eingegeben wird, dann läuft die Programmierung von Punkt 1, also die erste Programmierung, komplett durch, bevor die zweite Programmierung an den Start geht. Und das heißt für die Kinder, wenn ich eine neue Programmierung vornehme, muss ich die alte immer erstmal löschen. Denn das hier ist ein Roboter und kein Gedankenleser. Ein ganz wichtiger Unterschied, auch wenn man manchmal meinen wollte, dass das dasselbe ist. Das heißt also, wenn ich mit den Kindern arbeite, gebe ich eine komplette Programmierkette ein. Wenn ich damit fertig bin, drücke ich, richtig, Sie haben es schon fast erraten, den grünen Knopf, auf dem Go steht. Und dann legt dieser Käfer richtig los und fährt die komplette Programmierkette einmal ab, die Sie eingegeben haben. Es sei denn, man drückt den Pauseknopf, dann atmet er durch, so lange, bis Sie wieder Pause drücken und er weiterfahren kann. So. Mal gucken, ob Sie mir richtig gut zugehört haben. Jetzt kommt nämlich die erste Aufgabe für Sie, meine lieben Teilnehmer. Ich habe hier mal den Untergrund mit den geometrischen Formen genutzt. Ist jetzt in diesem Augenblick aber eigentlich zweitrangig, welcher Untergrund da ist. Denn Ihre Aufgabe besteht jetzt darin, diesen Käfer einmal nach Hause ins Ziel zu fahren. Und das Ziel befindet sich dort, wo der grüne Kreis mit der Zielflagge zu sehen ist. Ich würde Sie jetzt also bitten, dass Sie im Stillen für sich einmal notieren, welche Programmierung Sie jetzt vornehmen würden. Sie sehen hier unten die Tasten, genauso sind die auf dem Rücken des Käfers aufgebracht. Und Sie schreiben sich jetzt einmal kurz auf, wie Sie den kleinen Kerl hier in Bewegung versetzen würden. Und dann wollen wir mal schauen. Ich werde gleich die Lösung einblenden. Und keine Angst, es wird sich niemand blamieren. Sie vergleichen das im Stillen mit Ihren Ergebnissen. Und wir werden das hier jetzt erstmal nicht öffentlich machen, ob Sie richtig im Ziel angekommen sind. So, ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar Sekunden. 3, 2, 1. Ich habe die Lösung schon mal für Sie vorbereitet. Also wer jetzt auf geradeaus, 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 rechts und geradeaus getippt hat und dann Go und dran gedacht hat, eine mögliche vorige Programmierung zu löschen, der hat richtig gute Chancen, dass er auf der Matte auf dem richtigen Punkt angekommen ist. Wer den Ton beim Käfer anlässt, wird übrigens belohnt. Der leuchtet dann mit den Augen und macht sowas wie du da, du da. Also es gibt einen Belohnungston, den die Kinder super steil finden. Ich kann Ihnen sagen, nach einer Stunde mit dem Bluebot freuen Sie sich, wenn der keine Geräusche mehr macht. Aber das ist natürlich Ihnen überlassen. So,
Ich würde gerne den Schwierigkeitsgrad noch einmal hochschrauben. Keine Angst, das ist Ihre bisher letzte Aufgabe, die Sie hier zu erfüllen haben. Hier sehen wir, sind manche Felder durch diese Pinösel, diese Hütchen verstellt. Also das heißt, über diese Felder dürfen Sie nicht drüber fahren. Und ich würde Sie noch einmal bitten, eine Programmierung vorzunehmen, die diesen Käfer in den grünen Kreis mit der Zielflagge hier oben im zweiten Feld von rechts in der allerersten Reihe befördert. Ich gebe Ihnen hier ein kleines bisschen länger Zeit, denn wie Sie sehen, guckt der Käfer zum Rand der Matte. Das heißt, Sie müssten damit starten, ihn herumzudrehen, denn der Käfer fährt tatsächlich in die Richtung, in die er auch schaut. Es gibt hier mehrere Lösungsmöglichkeiten. Sie können natürlich auch eine saubere Dreipunktwende fahren, wenn Sie sich das Rückwärtsfahren trauen. So, ich würde sagen 3, 2, 1, dann zeige ich Ihnen mal die Lösung. Es gibt, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten, dieses Rätsel aufzulösen. Ich habe meinen Käfer jetzt zweimal über links gedreht, damit er wieder vorwärts guckt beim Fahren. Sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, hier zweimal rechts zu wählen. Oder Sie hätten ihn rückwärts in die Lücke steuern können. Das heißt, dann würde die Programmierung rückwärts und rechts herum lauten, bevor dann diese Programmierung ihren Weg nimmt. Ich glaube, den Rest haben wir alle gleich. Und dann kriegen Sie natürlich hier Instant Gratification. Da ich jetzt nicht Geräusche wie der Bluebird machen kann, sage ich Ihnen einfach mal, das haben Sie gut gemacht. Und ich würde jetzt einfach gerne mal von Ihnen wissen, falls Sie gerade mit Bild hier anwesend sind, bei wem hat es gut geklappt? Geben Sie mal einen Daumen hoch. Haben Sie es hingekriegt? Yes. Yes. Oh, okay, okay. Noch nicht so optimal. Okay. Dann rate ich Ihnen, wenn Sie Lust haben, laden Sie sich gerne die Bluebird-App auf Ihr iPad, wenn Sie können, oder alternativ, wenn Sie das nicht möchten oder nicht können, vielleicht kennen Sie die App von der Maus, die Maus aus dem Fernsehen, aus dem WDR. Die gibt es als App herunterzuladen, kostenfrei. Und dort auf der Maus-App gibt es ebenfalls ein Spiel, bei dem man eine Robotermaus programmieren muss. Die funktioniert nach ganz ähnlichen Gesichtspunkten. Auch da geht es darum, sich den Weg im Vorhinein auszudenken, eine Programmierung vorzunehmen und dann ganz gespannt abzuwarten, ob man dort im Ziel einläuft, wo man es sich gewünscht hätte. Ja, wunderbar. Dann können wir auch schon weitermachen. Swoop. So, wie komme ich jetzt an diese Hintergründe? Ne? Wir wollen ja nicht online diese ganze Geschichte spielen, denn wie gesagt, das ist dann meistens ein oder zwei Spielern vorbehalten, sondern Sie wollen mit diesem Käfer spielen und das ist eine gute Gelegenheit, auch größere Gruppen, ich würde sagen so, na, vielleicht maximal 8 Kinder können Sie damit gut beschäftigen, sofern Sie die Matte auf einen Tisch legen, der von allen Seiten zugänglich ist. Das ist ganz wichtig. Alle müssen gucken können und alle müssen auch genau nachvollziehen können, was da passiert. Einfach um mitzukniffeln, mitzuknobeln und zu gucken, hätte ich vielleicht noch eine andere Lösung, die auch funktionieren würde. So, Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten, an diese Matten zu kommen. Sie sehen schon, wenn ich mich hier aus dem Bild bewege, ich habe Ihnen hier hinter mir eine aufgehängt, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Also, es gibt diese Matten mit ganz unterschiedlichen Motiven. Ich habe Ihnen hier eine Deutschlandkarte abgebildet. Es gibt aber auch Europakarten. Es gibt Zahlenfelder. Es gibt Buchstaben, geometrische Formen. Es gibt einen Gemüsegarten, wo unterschiedlichste Dinge angebaut werden. Oder auch eine Schatzinsel. Und noch vieles mehr. So, das Schöne ist jetzt, Sie können die Komplexität dieses Spiels bestimmen,
indem sie den Untergrund nach ihren Bedürfnissen wählen. Also das heißt, je jünger die Kinder sind, desto einfacher muss ich natürlich den matten Untergrund wählen. Das eigentliche Programmieren am Käfer selbst bleibt immer gleich. Und das bekommen sie mit einem Vorschulkind genauso gut hin wie mit einem Viertklässler. Und es ist für alle gleich spannend, sofern es ihnen gelingt, diesen matten Untergrund, auf dem gearbeitet wird, der Aufgabe anzupassen. Es gibt diese Matten in PVC oder mittlerweile auch neu in Stoff. Auf Wunsch können Sie die auch selber gestalten. Also das heißt, sollten Sie vorhaben, eine Führung zum Beispiel durchs Gebäude zu machen, wenn Sie in einer großen Bücherei arbeiten zum Beispiel oder in einer großen Schule und Sie wollen Kinder mit dem Gelände vertraut machen, haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, den Grundriss des Gebäudes auf Stoff aufzubringen und die Kinder da durchzuschicken. Sie können auch eine Schatzsuche machen, sodass die Kinder zuallererst mit dem Käfer zu dem Schatz fahren müssen. Und vielleicht haben sie auch was Schönes versteckt an dem Ort, an den der Käfer dann gefahren ist. Und wenn man den wirklichen Raum betritt, dann ist da vielleicht eine kleine Belohnung für die Kinder dabei. Wie auch immer Sie das für sich gestalten, machen Sie das so, dass das für Sie passt. Das kann ich sowieso immer für alle Programme nur anraten. Sie müssen hundertprozentig dahinter stehen und das muss ganz und gar Ihr Ding sein. Wenn Sie versuchen, irgendwas umzusetzen, mit dem Sie sich überhaupt nicht wohlfühlen, dann werden Ihnen die Kinder vermutlich auch relativ schnell weggehen mit der Aufmerksamkeit. Also das heißt, setzen Sie auch wirklich nur Programme um, von denen Sie denken, das finde ich gut und das möchte ich und da kann ich voll dahinter stehen. So, also Sie können Matten kaufen, haben wir gesagt. Aber ich habe auch gerade schon angedeutet, es gibt auch die Möglichkeit, Matten selber zu gestalten. Also das heißt, ich habe jetzt hier diese wunderbare Matte, die sieht ein bisschen aus wie diese Duschvorhänge in durchsichtig. Die verfügt über eine Felderzahl von 4x6 Feldern. Die kann man so kaufen und das Schöne ist, das sind Einschubfächer, was Sie hier hinter mir sehen. Also das bedeutet, wenn ich mir eine Karte besorge, ich habe schon gesagt, der Käfer fährt immer 15 cm voran. So sind diese Felder hier auch angelegt. Das bedeutet, Sie besorgen sich Einschübe für diese Matte in der Größe von ungefähr 13,5 oder 14x14 cm. Und dann können Sie die Matte ganz und gar so bestücken, wie Sie das gerne möchten. Also das bedeutet, Sie haben hier die Inhalte völlig frei in der Hand. Ich habe jetzt hier mal eine Geschichte gewählt, dazu erzähle ich Ihnen aber gleich noch mehr, die man online finden kann. Und je nachdem, wie Sie damit dann noch arbeiten, können Sie entweder mit Kindern, die schon über gute Lesefähigkeiten verfügen, arbeiten oder mit Kindern, die noch gar nicht lesen können. Geh mal weiter. Sie haben noch eine dritte Möglichkeit, die Dinge für sich zu gestalten. Das ist was, das habe ich mal aus einer Not heraus gemacht, weil ich so schnell diese Matte im Internet nicht bekommen konnte, wie ich die gerne haben wollte. Vermutlich war ich auch ein bisschen spät dran mit Bestellen, das kommt vor. Ich habe eine durchsichtige Tischdecke gekauft. Das gibt es so in Möbelhäusern oder im guten Haushaltswarengeschäft. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das sind so durchsichtige Folien, die man auf den Tisch parkt. Hauptsächlich dann, wenn man ein Kind am Tisch hat, das durch breifreie Beikost zum Beispiel ernährt wird und gerade anfängt, mit Brokkoli zu werfen. Dann empfiehlt sich sowas sehr, sehr stark. Ich habe so eine Tischdecke mir geschnappt und ich habe ein Raster einfach drauf gemalt mit einem Edding. Und dann haben Sie die Möglichkeit, einfach was drunter zu legen. Und für drunter, also nur kleiner Tipp jetzt von meiner Seite, bieten sich zum Beispiel so Einwegtischdecken aus Zellstoff an. Vielleicht kennen Sie sowas, die gibt es in jeder gut sortierten Drogerie. Auf diese Zellstofftischdecken kann man nämlich wunderbar diese kleinen Bilder auch aufkleben und dann hat man im 0,nix, wenn man ein bisschen versiert ist im Basteln, ganz unterschiedliche Untergründe, die man sehr, sehr schnell durchtauschen kann, indem man nämlich einfach die Tischdecke hochhebt, den Untergrund wechselt und die Tischdecke wieder drauflegt. Das geht ein bisschen schneller, als wenn man hier 24 Taschen bestücken möchte.
und das ist gegebenenfalls noch einen Tacken günstiger, wenn man ein bisschen knapp an Budget ist möglicherweise. Und sie haben den großen Vorteil, dass sie die gewünschte Anzahl von Feldern selber festlegen können. Also das heißt, mit einer bisschen jüngeren Gruppe von Vorschulkindern oder Erstklässlern machen sie vielleicht ein Feld von 4x4, haben sie schon ein bisschen geübtere Programmierer am Werk und möchten sie noch kleine Hindernisse einbauen, können sie gerne auf 5x5 oder 6x6 Felder gehen. Und sie brauchen den Platz dafür. Auch ein wichtiger Faktor, wenn sie ein bisschen knapp mit Platz sind, sind vielleicht 5x5 Felder das Maximum dessen, was sie schaffen. Ich würde Ihnen immer anraten, das Ganze auf den Tisch zu legen. Schon allein deshalb, weil sich es dann in der Höhe sehr bequem bedienen lässt. Da muss man halt nur ein Auge drauf haben, dass der Käfer nicht unbedingt Umwege läuft und anfängt zu fliegen. Sollten Sie noch Tipps brauchen, dann gibt es eine Seite, auf der Sie im Internet unbedingt nachschlagen sollten. Ich habe sie Ihnen hier oben aufgeschrieben. Die nennt sich www.bi-bot.de. Das ist die Seite der Hersteller von diesen Bi-Bots und Blue-Bots. Sie sehen hier, der Junge hat so eine kleine Biene, deswegen Bi-Bot in der Hand. Dort gibt es unter dem Punkt Produkte bzw. Unterrichtsideen nochmal den Reiter Unterrichtsideen. Und dort gibt es eine Anzahl von herunterladbaren PDF-Dateien, die man da finden kann. Und dort gibt es beispielsweise auch diese Auswahl von Tieren, mit der ich die Matte jetzt bestückt habe und auch Ideen, wie man das Ganze bespielen kann. Ja, dann sage ich es Ihnen jetzt. Vielleicht gehe ich da jetzt ganz kurz drauf ein. Also diese Matte ist jetzt bestückt mit einer Anzahl von Tieren. Diese PDF-Datei nennt sich Welttierschutztag oder so ähnlich. Also Sie haben die Möglichkeit, dort PDF-Dateien herunterzuladen, auszudrucken, wenn es geht, in Farbe. Das macht das Ganze natürlich super ansprechend für die Kids und dann die Matte damit zu bestücken. Vorsicht, wenn Sie die Tiere ausdrucken. Sie haben 24 Taschen, es kommen aber nur 22 Tiere aus dem Drucker, so sehr Sie sich auch mühen werden. Ich habe bei der Durchsicht der Unterlagen festgestellt, dass die Katze und das Eichhörnchen fehlen. Ich habe also selber noch eine Katze und ein Eichhörnchen ergänzt. Vorsicht, fallen Sie nicht drauf rein. Die beiden sind nicht dabei, aber Sie können auf Pixabay Bilder herunterladen, die zum einen kostenfrei sind und zum anderen von allen Rechten befreit. Also auf pixabay.com gibt es Bilder, mit denen Sie sich aushelfen können. Ja, und dann haben Sie ganz unterschiedliche Möglichkeiten, diese Matte zu bespielen. Also das bedeutet, wenn Sie Kinder vor Ort haben, die des Lesens noch nicht mächtig sind, dann wäre eine gute Alternative, das wie eine Art Memory zu spielen. Also das heißt, die gleichen Motive, die ich in der Matte habe, drucke ich noch ein zweites Mal aus, vielleicht in ein bisschen kleiner, um die Farbpatronen zu schonen. Und dann lege ich das Ganze mit dem Motiv umgekehrt auf den Tisch daneben. Und die Kinder haben die Aufgabe, ein Motiv zu ziehen und den Bi-Bot so zu programmieren, dass er zu diesem Motiv hinfährt. Vielleicht haben Sie auch noch die Gelegenheit, die Kinder ein bisschen erzählen zu lassen, was sie zu den unterschiedlichen Tieren schon an Wissen aufgesammelt haben. Möglicherweise haben Sie vorher ein Sachbuch angeschaut mit den Kindern oder ein Buch, das thematisch gut passt. Ich würde jetzt hier, da verhältnismäßig viele Bauernhoftiere auch vorhanden sind auf dieser Matte, könnte man zum Beispiel toll eine Geschichte von Lieselotte lesen. Die würde sich dann auch für das Alter gut anbieten. Und schon haben Sie das Ganze ganz wunderbar verknüpft. Zweite Möglichkeit, Sie haben es mit Kindern zu tun, die eventuell schon Lesekenntnisse haben. Dann ist in der gleichen PDF-Datei ein Zettel dabei. Da stehen kleine Eigenschaften drauf, über die diese Tiere verfügen.
Wenn Sie es jetzt wie ein Quiz machen wollen, was eigentlich immer gut klappt, dann müssen Sie natürlich den Namen des Tiers, hier auf diesen Dateien steht jeweils der Name oben drauf, den müssen Sie dann abschneiden oder zudecken oder zukleben. Und dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, die Kinder eine Karte ziehen zu lassen, auf der steht, dieses Tier schnurrt und liegt gerne auf deinem Schoß. Dieses Tier gehört zu den Raubkatzen und du wirst sie in einem Haus finden. Also das bedeutet, ich muss jetzt hier rauskriegen, zum einen, erstens muss ich es lesen, ganz wichtig. Und ich lasse die Kinder das lesen und während die Kinder spielerisch sich erarbeiten, was da jetzt eigentlich steht, lesen sie, ohne es zu bemerken. Das ist der größte Trick von allen. Die Kinder lesen zu lassen, ohne dass es anstrengend ist und ohne dass sie das Gefühl haben, wir wollen ihnen jetzt was aufnötigen. Dann habe ich natürlich diesen Quizcharakter dabei. Das bedeutet, wenn die Aufgabe laut vorgelesen ist, dann ist entweder das Kind dran, das die Karte gezogen hat, oder wenn wir hier jemanden haben, der vielleicht die genaue Lösung nicht kennt, haben wir die Möglichkeit, in die Runde zu fragen und zu schauen, wer die richtige Lösung weiß. Und dann ist der Bluebot auch schon wieder unterwegs, denn er hat ein neues Ziel und von da wird er dann weiter programmiert. Er bleibt dann immer genau da stehen, wo er eben rausgekommen ist auf dem Tier. Und dann ist der nächste dran mit Ziehen und mit Programmieren. Und so ist jedes Kind in der Runde einmal dran. So sind alle beschäftigt, alle rätseln mit, alle schauen, ob sie vielleicht noch eine andere Lösung finden. Wenn Sie möchten, ich habe mal eine Zeit lang eine Tafel daneben gelegt, so eine kleine Schiefertafel. Dann stellen Sie dem programmierenden Kind jemanden beiseite, der die Programmierungsfolge aufschreiben kann. Auch das funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut. Ich habe dann irgendwann so kleine Kärtchen gemacht, auf denen sind diese Pfeile abgebildet. Die konnte man dann mit Klett auf so einer langen Tafel anbringen. Also welche Methode Sie hier auch immer wählen, ob Sie vielleicht eine Tafel da haben vor Ort oder einen Zettel oder irgendwas anderes, auf der sich die Programmierfolge schreiben lässt. Dann bilden Sie Zweierteams oder möglicherweise sogar Dreierteams. Einer zieht die Karte, einer sagt die Programmierung an und einer schreibt mit. Und dann wird die Programmierung in den Bot übertragen und dieser fährt dann den Weg bis an sein Ziel. In diesen bereits erwähnten Unterrichtsideen auf der Website finden Sie zum Beispiel auch hier diese Unterrichtsidee für die Deutschland-Matte. Diese Matte kann bestellt werden dort. Und dann haben Sie hier auch nochmal die Möglichkeit zu schauen, welche Aufgaben kann ich da stellen. Da meines Erachtens dieser Teil des Sachkundeunterrichts in der dritten Klasse stattfindet, müssen Sie einfach schauen, ob Sie da in der richtigen Altersstufe unterwegs sind, ne? Oder welche Aufgaben Sie da stellen. Wichtig ist immer, dass Sie einen Anlass haben, den Käfer fahren zu lassen. Das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Ich habe Ihnen jetzt hier mal von unserer letzten MINT-Nacht in der Bücherei, MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und im Bereich Informatik bot es sich natürlich an, diesen kleinen Käfer hier einzusetzen für die Programmierung. Diese Matte im Einsatz gehabt. Und da ich gern den naturwissenschaftlichen Aspekt noch betonen wollte, habe ich hier einfach mal naturwissenschaftliche Phänomene auf der Matte abgebildet. Ich habe hier auch bestimmte Verkehrszeichen noch eingefügt, einfach weil ich die Felder noch leer hatte und habe einfach mal gesagt, da geht es nicht lang oder hier nur in diese Richtung. Und mein Starter für das ganze Programm war ein ganz normaler Würfel. Sie sehen, ich habe Würfelfelder eingefügt mit Würfelaugen drauf. Das bedeutet, ein Kind würfelt, fährt zu der entsprechenden Augenzahl des Würfels, die es gewürfelt hat. Dort kommt der zweite Schritt. Dort lese ich dann, welches Naturphänomen ich aufgefordert bin zu finden. Und dann muss ich eine zweite Programmierung vornehmen, um den Bluebot an die entsprechende Stelle zu schicken. Also das ist ein zweischrittiges System. Sie können aber ebenso gut, wie gesagt, Kärtchen daneben legen.
auf denen kleine Aufgaben formuliert sind. Es gibt beispielsweise diese Karten zum Bestücken der Matte als fertige PDFs, auch mit kleinen Figuren drauf, die Kostüme tragen. Also das heißt, haben Sie es mit bereits lesenden Kindern zu tun, können Sie eine Aufgabe stellen. Finde den Cowboy mit der blauen Hose, finde den Jungen, der wie eine Biene verkleidet ist, oder finde die Ballerina. Das sind alles kleine Leseaufgaben, die Sie stellen können. Sie können das Ganze, wie gesagt, mit einem Würfel starten oder Sie beschriften möglicherweise Eisstiele mit kleinen Zielen und stecken die in einen Becher, sodass Sie per Zufallsprinzip diese Ziele auf den Eisstielen rausziehen, lesen lassen und dann den Käfer so programmieren, dass er sein Ziel erreicht. Ja, das wäre es. Ach nee, eine Idee habe ich noch. Ha, großartig. Ich gebe Ihnen dann gleich Gelegenheit, mögliche Rückfragen zu stellen. Wir schauen dann mal, ob vielleicht an der Stelle schon Fragen aufgelaufen sind. Aber eine gute Idee, die ich neulich noch selber bei einem Seminar mitgebracht habe, ist folgende. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn Sie es ganz eng an ein Buch knüpfen wollen, an eine Geschichte, diese Geschichte mit den Kindern zu lesen und dann nachzuspielen. Dazu eignen sich ganz besonders gut Bücher, die so aufgebaut sind, dass die gleiche Episode sich immer in einer ähnlichen Form wiederholt. Beispielsweise an den Gryffalo habe ich hier gedacht, damit Sie gleich wissen, was ich meine. Wir haben immer den gleichen Ablauf und auch da kann ich die Kinder einmal durch die Reihenfolge der Tiere hindurchschicken, die das Buch vorgibt beispielsweise. Ich kann das aber auch anders machen. Ich kann hier, wer das Buch kennt, Seepferdchen sind ausverkauft. Das ist, glaube ich, aus dem 2021er Programm der Stiftung Lesen. Dort haben wir die Hauptfigur, die zu gerne ins Zoogeschäft geht und sich ein Haustier nach dem anderen kauft, während der Vater mit Homeoffice-Aufgaben betraut ist. Das war ein besonders cooles Buch, das ich im Anschluss an diese ganze Homeschooling-Geschichte toll angeboten hat, weil alle Kinder ganz genau wussten, wovon die Rede ist. Dieses Buch kann man zum Beispiel dazu nutzen, das Ganze zu spielen wie »Ich packe meinen Koffer«. Also dadurch, dass das Kind sich immer ein Tier mehr anschafft und die vorherigen Tiere im Haushalt verbleiben, bilden wir praktisch eine Kette, die sich jeweils um ein Glied verlängert. Natürlich ist das auch eine tolle Aufgabe für die Kinder, zu sagen, wir spielen, ich packe meinen Koffer mit dem Bluebot. In dem Falle sparen sie sich dann natürlich das Löschen der vorherigen Programmierung und schicken den Käfer von einem Tier zum nächsten, so wie die Geschichte das vorgibt. Und damit haben Sie praktisch das Ich-packe-meinen-Koffer-Spiel in einer digitalen Form auch schon umgesetzt. Was habe ich noch? Ach, das habe ich Ihnen schon gesagt. Genau, Sie können genauso Auftragskärtchen schreiben. Je größer die Lesefähigkeit der Kinder, desto komplexer können die Aufträge sein und desto komplexer können sie natürlich auch die Aufgabenstellung formulieren, die dann die Programmierung des Käfers vorgibt. Ja, apropos, ich würde jetzt einmal hier kurz stoppen und einmal Zwischenstopp machen, damit ich Ihnen mal in die leicht ermüdeten Gesichter schauen kann. Ich hoffe, Sie sind alle noch bei mir. Nein, Frau Welkenbach ist noch hellwach, sagt sie. Wunderschön. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Gibt es Anmerkungen, die Sie gerne jetzt machen möchten? Oder Sie behalten sich, was Sie sagen wollten und haben ganz am Ende des Seminars noch einmal die Gelegenheit? Okay. Das sieht ganz so aus, als ob wir einfach weitermachen könnten. Sie lassen mich einfach reden, ne? Das finde ich gut. Das kann ich am besten. Dann hüpfe ich jetzt an dieser Stelle auch schon wieder in die Präsentation. So, ich habe eben gesagt, digitalisieren. Was genau heißt denn eigentlich digital? Haben wir da schon drüber gesprochen? Digital sehe ich einem Gerät von außen nicht an. Digital bedeutet manchmal, dass einige Menschen kurz zusammenzucken und sagen, um Gottes Willen, muss denn alles digital sein? Müssen die Kinder denn nur noch vor dem Bildschirm hängen?
Was wir Ihnen heute hier vorstellen und was die Stiftung Lesen natürlich mit viel Bedacht und Liebe für Sie ausgewählt hat, sind glücklicherweise alles Geräte und Programme, die uns erlauben, aktiv ranzugehen. Also das bedeutet, digital ist in dem Fall erstens nicht schlimm, weil digital fasst einfach die Wirkweise eines Gerätes zusammen. Jedes Gerät, das Binärcode spricht als Muttersprache, ist digital. Das bedeutet, jedes Gerät, das 01001001, Sie verstehen, was ich meine, als System in sich trägt, ist digital. Das macht das Gerät per se überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist oder schlimm fängt dort an, wo die Nutzung nicht richtig funktioniert. Und zwar fängt schlimm da an, wo wir alle anfangen, gerne zu konsumieren. Ich glaube, wir unterliegen da alle dem gleichen Phänomen. Es ist ganz leicht zu versumpfen und sich mit diesen Geräten sehr lange Zeit einfach zu befassen, ohne aktiv zu arbeiten. Aber Sie sehen schon, auch dieser kleine Käfer hier, das alles sind digitale Geräte, die Kinder dazu auffordern, nicht zu konsumieren, sondern aktiv dazu beizutragen, zu gestalten. Und in dem Augenblick, so sagen das auch die Medienpädagogen, sind wir auf der sicheren Seite. Und in dem Augenblick, wo es uns gelingt, ein digitales Gerät so einzusetzen, dass wir produzieren und aktiv gestalten mit dem Gerät, statt nur zu konsumieren, da können wir gerne so weitermachen. Denn das zeigt den Kindern auch die Wirkrichtung, nicht Medien machen Menschen, sondern Menschen machen Medien. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und sollten Sie in Ihrer Tätigkeit möglicherweise mit Eltern zusammenkommen, die sich da besorgt oder kritisch äußern, nehmen Sie das ernst, nehmen Sie das auf, erklären Sie, was passiert im Leseklub und seien Sie da ein bisschen nachsichtig und geduldig, aber erklären Sie auch ganz genau, was die Intention ist, die dahinter steht. Dass es nicht darum geht, die Kinder vor einem iPad zu parken und stundenlang irgendwelche YouTube-Filme gucken zu lassen, sondern dass es darum geht, eine Gruppe dazu zu kriegen, aktiv mit einem Gerät zu arbeiten und dadurch ein Thema erfahrbar zu machen. Und damit sind wir auch schon bei unserem nächsten Gerät, was man dazu hervorragend einsetzen kann. Es ist dieser sprechende Stift, der Telimero. Wer den schon bei sich hat, der hat ihn in dieser Form geliefert bekommen. Wer ihn noch nicht hat, hier kommt ein heißer Tipp. Das ist ein wirklich tolles Gerät zur Arbeit mit den Kindern. Und ich sage Ihnen auch gleich, warum. Also, wenn der bei Ihnen ankommt, da haben Sie diesen Stift und Sie haben eine ganze Reihe von kleinen bunten Aufklebern. Jetzt werden Sie sich fragen, was um alles in der Welt mache ich mit diesen Aufklebern? Das ist sehr einfach erklärt. Dieser Stift ist anders als zum Beispiel der Stift von Ravensburger nicht dazu da, Bücher zu vertonen, sondern dieser Stift erlaubt es Ihnen, nicht nur unterschiedliche Töne und Effekte abzuspielen, sondern selber eigene Tonaufnahmen vorzunehmen. Und dafür haben Sie nicht nur diese wunderbaren Aufkleber, auf denen unterschiedliche vorgegebene Klangeffekte aufgespielt sind, sondern Sie haben auch eine ganze Reihe von Aufklebern, auf denen noch gar nichts passiert. Wenn Sie da mit Ihrem Stift drauf ticken, dann kommt das, was auch bei Windows passiert, wenn gar nichts passiert, nämlich so ein komisches Bumm. Dann wissen Sie, diese Aufkleber sind noch unbespielt und Sie werden es nicht glauben, hier warten unentdeckte Welten auf Sie. Auf jeden dieser Aufkleber können Sie ungefähr 5 Minuten Tonaufnahmen aufspielen. Das heißt, Sie haben hier 200 Sticker, auf denen ungefähr jeweils 5 Minuten Aufnahmekapazität draufpassen. Das ist eine ganze Menge und Sie können das ganz, ganz wunderbar für eine mannigfaltige Anzahl von Einsätzen nutzen.
wie der Stift funktioniert. Der hat dankenswerterweise nicht viele Knöpfe. Das ist immer schön für Menschen wie mich. Dann muss ich nicht so viel Gebrauchsanweisung lesen. Der hat nämlich einen Stift, an dem er eingeschaltet wird. Das ist dieser Power-Knopf hier. Dann hat er einen Knopf, an dem die Lautstärke eingestellt wird. Das ist der in der Mitte. Und dann hat er einen Aufnahmeknopf. Und das war's. Dann gibt es hier noch eine Öffnung für, hier stecke ich das Kabel ein, wenn ich ihn aufladen möchte oder wenn ich ihn an einen Computer anschließe. Und die runde Öffnung ist für Kopfhörer. Da wir aber vermutlich mit einer Gruppe spielen, ist es natürlich cool, dass das Ding einen Lautsprecher hat und das, was aufgenommen ist auf den Aufklebern, wird 1:1 wiedergegeben über diesen Lautsprecher. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wieso hat das nur einen Lautstärkeregler? Der funktioniert so in 8 Stufen, dass er von ganz leise bis ganz laut schaltet, je öfter Sie draufdrücken, und dann von ganz laut wieder auf ganz leise. Also, da muss man einfach ein bisschen mit rumspielen. Zählen Sie immer bis 8, dann wissen Sie, Sie sind einmal im Zyklus durch und dann wissen Sie genau, wo Sie sind. So, das Tolle ist, diese Sticker, über die ich eben gesprochen habe, die können Sie selber besprechen. Die funktionieren tatsächlich auch, wenn die einlaminiert sind. Das heißt, sollte es Ihnen in den Sinn kommen, beispielsweise eine tolle Wortschatzarbeit zu machen mit Kindern, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, dann haben Sie zum Beispiel die Chance, alles, was in Ihrem Leseklub drin ist, Buch, Regal, Stuhl, Tisch, in unterschiedlichen Sprachen möglicherweise auf diese Sticker aufzusprechen und zu laminieren und überall aufzukleben, sodass ein Kind, das in Ihren Leseklub kommt und sich auf Deutsch erstmal gar nicht verständigen kann, die Möglichkeit hat, akustisch abzunehmen, was es da eigentlich vor sich hat. Idealerweise besorgen Sie sich dann einen Native Speaker zum passenden Kind, der vielleicht das ein oder andere Wort auch in der Muttersprache des Kindes aufspricht. Oder wenn Sie verschiedene Kinder da haben, die unterschiedliche Muttersprachen haben, kann das ein sehr, sehr lustiges Spiel werden, diese Sprachen, diese Wörter miteinander zu tauschen. Das ist deshalb toll, weil dieser Stift Ihnen natürlich erspart, sich fürchterlich zu blamieren, indem Sie Wörter, deren Sie nicht mächtig sind, vorzulesen. Also das können Sie auch gut machen. Das ist super unterhaltsam in allererster Linie für die Kinder, die bei Ihnen zu Gast sind. Wenn Sie sich das ersparen möchten, besorgen Sie sich jemanden, der die Sprache gut spricht. Lassen Sie sich ein paar Sticker besprechen und schon haben Sie eine wunderbare Gelegenheit, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen, die vielleicht eigentlich gar noch nicht so gerne Deutsch sprechen. So, nun fragen Sie sich, wie kommt Klang auf die Aufkleber? Nichts leichter als das. Hier ist ja der Aufnahmeknopf, denken Sie sich? Richtig. Also, der normale Ablauf ist, Sie schalten den Stift ein, an diesem Power-Knopf. Sie hören genau, wann der angeht. Ich kann das einmal demonstrieren. Dann spielt nämlich ganz kurz der Bläserchor der Band eine Hymne für Sie. Dann drücken Sie den Aufnahmeknopf. Dann ticken Sie den Sticker an, den Sie besprechen möchten. Dann können Sie lossprechen. Dann drücken Sie wieder den Knopf, wenn Sie die Aufnahme stoppen möchten. An dieser Stelle ein Tipp in eigener Sache. Der Stift hat eine Nachlaufzeit von ungefähr 1 bis 2 Sekunden. Wenn Sie sich also freuen, dass die Sprachaufnahme geglückt ist, freuen Sie sich sehr leise oder warten Sie 3 Sekunden, weil sonst ist Ihre Freude nämlich auch noch auf dem Stift aufgenommen. Das ist mir nämlich passiert. Also lieber noch einen kleinen Moment ruhig sein und warten, bis der Stift dann endgültig aus ist, damit Sie sich Ihre eigene Aufnahme nicht sabotieren. So, wenn diese Aufnahme auf dem Sticker erfolgt ist, können Sie sich die Aufnahme jederzeit anhören, indem Sie mit dem Stift auf den Sticker zeigen. Und sofern der eingeschaltet ist, wird Ihre Aufnahme dann abgespielt. Nun werden Sie vielleicht Kinder bei sich im Leseklub haben, die extrem clever sind und sehr clever feststellen, dass der Aufnahmeknopf für jeden zugänglich ist. Das kann passieren und es kann dann auch passieren, dass Ihre Aufnahmen hinterher nicht mehr da sind. Das ist ganz toll, wenn man so clevere Kinder da hat. Wenn man andere Pläne hat, ist das nicht so toll. Insofern,
sage ich Ihnen jetzt Folgendes. Es gibt die Möglichkeit, diese Aufnahme zu sichern. Und zwar, indem Sie für die Aufnahme gleichzeitig den Aufnahme- und den Startknopf drücken. Dann funktioniert das nach dem gleichen Prinzip. Beide Knöpfe drücken, auf den Sticker, Sprachaufnahme starten und ich glaube, beide Knöpfe auch wieder drücken, um die Aufnahme zu stoppen. Auch hier kurze Nachlaufzeit, also Vorsicht, Vorsicht. Dann habe ich festgestellt, geht der normale Aufnahmeknopf tatsächlich nicht mehr. Also das bedeutet, Ihre Sprachaufnahme ist dann auf dem Sticker gesichert. Aber wenn Sie eine weitere Aufnahme machen, auf dem gleichen Sticker, indem Sie beide Knöpfe drücken, wird die alte Aufnahme gelöscht. Also überlegen Sie sich gut, wen Sie mit diesen Funktionen betrauen. Wenn Sie mit den Kindern selber was aufnehmen möchten, ist die gute Nachricht, kein Sticker ist für immer bespielt. Das ist gleichzeitig aber auch die schlechte Nachricht. Also rechnen Sie mit allem, machen Sie sich ein bisschen vertraut. Spaß macht das zum Beispiel ganz doll, wenn man mit den Kindern eine Rallye macht. Also Kinder in der Vorschule oder in der ersten Klasse, deren Lesefähigkeit wir nicht voraussetzen können, fühlen sich wunderbar unterhalten, wenn sie eine Rallye machen, bei der die Aufgaben durch diesen Stift vorgelesen werden und nicht selber gelesen werden müssen. Natürlich müssen sie dann auch die entsprechenden Lösungsmöglichkeiten ebenfalls als Sticker aufspielen. Sie werden es nicht glauben, der Stift spricht gerade mit mir. Ich mache den mal aus. Er sagt... Hallo, hast du mich vergessen? Habe ich natürlich nicht. Ich spreche ja die ganze Zeit von dir, du. So, jetzt bin ich kurz raus. Ja, wie gesagt, mit dünner Laminierfolie lassen sich diese Sticker auch einlaminieren und funktionieren trotzdem noch. So, was zum Beispiel gut geht, ist das Vertonen textloser Bilderbücher. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die Sie wunderbar mit Kindern, na, ich würde sagen, bis zur dritten Klasse ganz bestimmt gut machen können. Ganz, ganz besonders hinreißend sind diese Bücher, die ich Ihnen hier abgebildet habe. Das eine, Ausflug zum Mond, das war der erste Band von John Hare, kommt aus dem 2020er-Programm der Stiftung Lesen. Und ich glaube, Tief im Ozean war 2021 in den Buchpaketen enthalten. Beide kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Das sind komplett textlose Bilderbücher, die ganz hinreißenden Inhalt haben. Und Sie könnten natürlich diese Bilderbücher mit den Kindern zusammen bearbeiten, indem Sie erstmal gemeinsam die Bilder betrachten, die Handlung in Worte fassen, sich einmal gegenseitig erzählen, was da eigentlich passiert. Und dann kann jedes Kind beispielsweise versuchen, einen Satz der Handlung zu formulieren. Diesen müssten Sie dann irgendwo aufschreiben. Und jedes Kind müsste seinen Vorlesepart einmal üben. Und dann hätten Sie die Möglichkeit, die Handlung von den Kindern eingesprochen auf die Sticker aufzunehmen. Möglicherweise möchten Sie vorher aus dem Buch Kopien machen. Ich habe mir sagen lassen, man kann die Sticker auch ganz gut wieder aus den Büchern lösen. Das habe ich selber noch nicht versucht. Also das müssten Sie bitte ausprobieren für sich, ob das funktioniert. Vorsichtshalber würde ich erstmal dazu tendieren zu sagen, machen Sie lieber Kopien, hängen Sie sie an eine Wäscheleine. So können die Kinder auch prima von Bild zu Bild gehen und die Handlung für sich erstmal erschließen. Dann können Sie die Aufnahme vornehmen und das Ganze hinterher von der Wäscheleine nehmen und als Buch binden. Und schon haben Sie mit einer ganzen Gruppe von Kindern ein ganzes Buch vertont, wenn Sie Lust haben. Es gibt für den iPad ganz viele Programme, die einfach nur Töne machen, wenn man auf bestimmte Knöpfe drückt. Sie können natürlich auch, wenn Sie ein ganz bestimmtes Gebiet bespielen, also beispielsweise Ausflug zum Mond, sich eine solche Geräusche-App auch auf den iPad laden mit Beamgeräuschen oder Tür auf, Tür zu, Schlürf oder was auch immer da passiert Spannendes, dann hätten Sie die Möglichkeit, auch ein paar Geräusche noch dazu zu spielen, die möglicherweise gut zum Thema passen. Oder Sie schnappen sich ein Bauernhofbuch, ein Buch über Tiere oder was auch immer Sie finden. Hier in den Aufklebern sind ganz viele tolle Effekte auch dabei, die Sie nutzen können,
um möglicherweise die Spannung zu erhöhen an einer bestimmten Stelle oder den Witz nochmal ganz besonders zu untermalen. So, ein Blick zur Uhr sagt mir, ich muss ein bisschen schneller reden. Wir kommen aber schon an. Sie sind alle ausgestattet in den Leseclubs mit einem Tablet-PC. Jetzt fragen Sie sich möglicherweise, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, denn das Ding hat, da haben Sie recht, unfassbar viele Funktionen. Das, was wir früher als Kinder in den 70ern, sage ich jetzt mal, an 1000 verschiedenen Stellen gemacht haben, macht dieses Gerät alles in einem. Sie können Fotos machen, Filme anschauen, Sie können Musik abspielen, Sie können das Ding als Mikrofon benutzen, man kann darauf spielen, lesen, kommunizieren, übersetzen, alles Mögliche veranstalten. Ich habe mir jetzt ein paar Sachen rausgepickt, die ich Ihnen gern zeigen möchte, von denen ich glaube, dass sie sich besonders gut für die Arbeit mit Kindergruppen eignen. Und zwar habe ich mir zum einen eine App rausgeguckt. Vielleicht kennen einige von Ihnen diese Story Cubes. Die gibt es im gut sortierten Spielwarenhandel und die sind verhältnismäßig unscheinbar. Man fragt sich, was um alles in der Welt mache ich mit 9 Würfeln, wo nur Bilder drauf sind. Das funktioniert tatsächlich verhältnismäßig gut. Ich habe die eigentlich immer in der Tasche, wenn ich eine Kindergruppe da habe und ich nicht ganz genau weiß, ob ich vielleicht noch ein kleines Zeitfenster brauche, weil mein Programm nicht lang genug ist. Also die eignen sich ganz hervorragend und noch viel hervorragender für große Gruppen eignet sich tatsächlich diese App dazu. Die funktioniert genau wie diese Würfel, die man kaufen kann. Aber das Schöne ist, wenn Sie Ihren iPad oder Ihren Tablet-PC an einen Beamer anschließen können, dann haben Sie die Möglichkeit, in diesem Falle mit der App diese Motivwürfel an die Wand zu beamern und das Ganze zu einem Erlebnis für die ganze Gruppe zu machen, ohne dass gerangelt werden muss um den Platz am Tisch und ohne dass alle sich fragen, was ist denn das für ein Motiv? Ich sehe das nur auf dem Kopf. Das funktioniert alles überhaupt nicht. Also ich kann nur dazu anraten, ich habe irgendwann die Investition getätigt. Das hier ist ein Stecker, das erlaubt es mir auf meinem iPad, das Ganze in den iPad einzustöpseln und dann direkt mit diesem blauen Stecker, der am Beamer dran ist, mit dem Bildschirmstecker, das iPad mit dem Beamer zu verbinden. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Ihnen allen so aussehen würde, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, sich sowas zuzulegen, was Ihnen den direkten Anschluss des iPads an den Beamer ermöglicht, weil dann haben Sie immer die Chance, irgendwas an die Wand zu werfen und alles, was dann dort passiert, ist ein gleichzeitiges Erleben aller Kinder, ohne dass jemand darum fürchten muss, ausgeschlossen zu werden, nicht gut zu sehen und so weiter. Also, das Prinzip bleibt dasselbe. Diese Motivwürfel werden nach dem Werfen in einer beliebigen Reihenfolge des Erzählers sortiert und können zu immer neuen, immer anderen Geschichten verbunden werden. Das Ganze ist sehr, sehr lustig, wenn man es in der Gruppe macht. Es fördert das freie Erzählen, Sprechen und Zuhören. Und wenn man nicht weiter weiß, fragt man einfach den anderen in der Gruppe, ob der vielleicht eine Idee hat, was an der Stelle passiert. Ich gebe Ihnen noch mal einen Einblick in diese App. Also Sie haben zum einen die Möglichkeit, es gibt diese Würfel in unterschiedlichen Themengebieten. Ich hab jetzt hier Voyages, das heißt, ich habe die Reisewürfel, weil da auch so Sachen drauf sind wie Raketen und so. Also das funktioniert auch wunderbar für Reisen ins All. Es gibt aber auch die normalen Originalwürfel. Sie können hier, wie Sie sehen, aus einer ganzen Anzahl von Themengebieten auswählen, die so zwischen, ja, Sie sehen es schon, zwischen 99 Cent und ich glaube, die Original-App, das ist ja immer tagesformabhängig, der Preis kostet irgendwas um die 3 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und Sie haben hier oben die Chance, an diesem Schieberegler einmal die Anzahl der Würfel festzulegen, die Sie benutzen möchten. Was insofern toll ist, als dass auch da wieder die Chance besteht, ein bisschen zu variieren nach dem Alter der Kinder. Also das bedeutet, je jünger die Kinder sind, die da eine Geschichte zusammenflicken sollen mit einem roten Erzählfaden, desto weniger Würfel würde ich tatsächlich in dem Falle auch mit ins Spiel bringen. Das Ganze funktioniert so.
an dem Symbol, wo die Würfel abgebildet sind, kullern diese Würfel alle durcheinander. Ich habe dann an diesem Symbol, anders als im wahren Leben, die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck dafür zu sorgen, dass die Würfel alle in die richtige Richtung stehen und alle in der richtigen Reihenfolge sich da aufteilen. Und dann kann ich mit dem Finger auf dem Bildschirm verschieben, welche Reihenfolge ich für diese Würfel vorgebe, damit meine Geschichte funktioniert. Ich kann das Ganze im Zweifel dann auch, das ist dann Spielerei, aber wenn man das möchte, kann man das machen. Man hat eine Fotofunktion, das heißt, die schönsten Geschichten können Sie im Bild festhalten. Wenn Sie wollen, können Sie sie hinterher mit dem Telimero vertonen. Also Sie können hier auch medienübergreifend arbeiten, fühlen Sie sich da völlig frei. Wenn Sie das kleine Schloss wählen, dann sorgen Sie dafür, dass die Würfel an Ort und Stelle bleiben und das auch nicht gewürfelt werden kann. Also das bedeutet, sollte mal ein Finger zu viel auf dem Bildschirm sein, und Sie haben es vorher verriegelt, dann können Sie sicher gehen, dass die Würfel auch so liegen bleiben, wie es der ursprüngliche Würfler sich gewünscht hat. War das zwischendurch eine Frage, Frau Goldau? Dann würde ich das hier... Machen Sie einmal Ihr Mikro an, damit wir Sie hören können. Einmal Ihr Mikro einschalten. Nein, Entschuldigung, das war keine Frage. Ich wollte Frau Welkenbach nur danken. Ah, okay. Alles klar. Gut, wunderbar. Dann würde ich einfach fortfahren und Sie sparen sich, sollten Fragen bei Ihnen aufgekommen sein, die Fragen bis zum Schluss auf und dann haben wir ganz bestimmt noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich Ihnen gerne noch ans Herz legen, die wunderbare Onilo-Seite, die es auch als App gibt. Auch diese ist im Angebot bei der Stiftung Lesen für die Leseklubs und ich kann Ihnen nur anraten, machen Sie Gebrauch davon, die ist wirklich toll. Und zwar funktioniert das Ganze wie ein Bilderbuchkino. Allerdings sind hier die Geschichten minimal animiert, ohne zu stark abzulenken von der Handlung. Habe ich hier ein bisschen Leben auf dem Bildschirm, auch hier wieder der Tipp, ne, beamen Sie das Ganze an die Wand, dann ist es ein gemeinsames Erlebnis für die ganze Gruppe und alle nehmen gleichzeitig daran teil. Sie haben hier die Möglichkeit, ich habe mir mal die Mühe gemacht, einmal auszudrucken, was das Onilo-Angebot alles hergibt. Also das sind 5 klein bedruckte Seiten mit dem kompletten Programm. Sie haben es auch in mehrsprachig im Angebot. Und Sie haben hier eine sehr, sehr große Auswahl an Geschichten, die Sie mit den Kindern zusammen lesen können. Die unterschiedlichen Optionen sind natürlich, dass Sie das zum einen selbst vorlesen. Das ist, wenn die Kinder mal echt schlapp und müde sind nach der Schule oder die Lesefähigkeit noch nicht so gegeben ist, dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit. Ansonsten, wenn Sie schon fitte Leser dabei haben, gibt es natürlich auch die Chance, das Ganze in Rollen aufzuteilen und dadurch, dass auf Wunsch auch die Schrift abgebildet wird in den Geschichten, gibt es hier die Möglichkeit, die Kinder in unterschiedliche Rollen einzuteilen und das Ganze inszeniert lesen zu lassen. Das ist, hat natürlich dann so ein bisschen so ein Theater- oder Schauspielcharakter noch dabei und das macht das Ganze sehr, sehr ansprechend. Ja, das wäre es jetzt erstmal an Ideen von meiner Seite. Achso, Onilo erreichen Sie vielleicht als Hintergedanken das noch. Entweder laden Sie sich die Onilo-App auf das iPad herunter, dann haben Sie steten Zugang. Sie müssen da einmal Ihre Zugangsdaten eingeben und sind dann stetig eingeloggt und haben dann die Auswahl unter den Geschichten. Oder Sie gehen auf die Website www.onilo.de und loggen sich dort ein und haben dort die Gelegenheit dann aus dem reichen Schatz der Geschichten, die da versammelt sind, sich eine auszuwählen. Also das ist wirklich eine ganze Menge Programm, was man da noch mitmachen kann. Frau Freiwald, Sie sind... Ah ja.
Ich habe gerade die Meldung bekommen, der Host hat mich stumm geschaltet. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle das passiert ist. Also wählen Sie aus dem reichen Geschichtenschatz von Onilo. Das ist immer für eine Stunde gut. Und die Kinder oder die allermeisten Kinder, die ich bisher getroffen habe, freuen sich, wenn sie einfach mal eine Geschichte vorgelesen bekommen und einfach mal in Ruhe sitzen und zuhören dürfen. Aber da haben Sie mehr Erfahrung mit Ihren Gruppen als ich. Sie können das wahrscheinlich sehr, sehr gut einschätzen, ob Ihre Gruppe jetzt vielleicht Action braucht an einem Nachmittag oder ob man sich mal Zeit nimmt, an einem verregneten Tag möglicherweise einfach drin zu bleiben. Oder bei 30 Grad im Schatten. Ist es ja auch mal schön, wenn man nicht unbedingt raus muss. Ja, ich wäre an dieser Stelle mit meiner Präsentation am Ende, aber noch lange nicht mit allen Ideen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir ein bisschen in den Austausch gehen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst schon mal fürs geduldige Zuhören. Und ich hoffe jetzt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass wir die schönsten Ideen noch mal austauschen können. Dafür beende ich jetzt mal meine Präsentation. Und Sie haben die Chance, Fragen zu stellen oder uns einfach was zu erzählen. Denken Sie dran, jeder Beitrag, den Sie hier platzieren, hilft anderen möglicherweise in Ihrer Arbeit weiter. Und vielleicht nehmen Sie auch die ein oder andere Idee mit, die ein Teilnehmer hier mit uns teilt. Das wäre doch schön. Wie schön, dass einige von Ihnen auch mit Bild vertreten sind. Das finde ich ganz wunderbar. Ja, danke, Frau Freiwald, erstmal für diesen großartigen Input. Ich bin ganz begeistert von den ganzen Dingen, die wir heute erfahren haben. Ich bin selbst auch gar kein Profi und habe den Bluebird auch noch nie live in der Hand gehabt, gestehe ich. Aber jetzt habe ich durchaus auch Lust bekommen, mal sowas zu programmieren. Auf jeden Fall, genauso wie mit dem Telemero. Also ich glaube, das ist ja eine super Sache, das auch mal mit Kindern zu testen und den vielseitig zu nutzen und auch mehrsprachig tatsächlich, besonders eben den Telemero, mal zu verwenden. Da haben Sie uns und mir vor allem auf jeden Fall auch Lust gemacht. Ich habe eine Frage in die Runde und zwar haben einige von Ihnen geschrieben, dass Sie mit Anton auch arbeiten. Ich habe davon schon mal gehört, aber vielleicht möchten Sie das auch noch mal teilen, wie Sie damit klarkommen, was das ist. Genau, wie das funktioniert. Also ich kann dazu was sagen. Wir haben bei uns auch, also jedes Kind, also jeder Schüler bei uns in der Schule, nicht nur im Lesemedienclub, hat einen Zugang zur Anton-App. Das ist so eine Lern-App, die auf in Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Englisch wirklich komplett alle Schulfächer nimmt, eben auch zum Teil schöne Leseaufgaben beinhaltet. Und jedes Kind kann individuell arbeiten und bekommt für, wenn das Kind jetzt bestimmte Programme durchgelernt hat, dann bekommt es so kleine Coins und damit kann man dann wiederum Spiele machen, zum einen auch ähnlich wie dieses Programmierspiel, also solche Spiele sind da auch in der Art da, vieles logische Denken, also solche Spiele sind ganz nett und macht den Kindern Spaß, zumal ich selbst sozusagen dann auch immer gucken kann, was haben die Kinder dann gemacht bisher, also man hat als Lehrkraft oder Betreuerin eben auch immer einen Zugriff und sieht, vielleicht sollte das Kind, kann jetzt schon mal ein bisschen weiterlesen und dann kann man so Pins setzen, also es ist wirklich sehr, also super umfangreich und eine sehr, sehr schöne App fürs iPad. Vielleicht als kurzen Hinweis dazu, Anton ist für alle iPads kostenfrei herunterladbar. Ich glaube auch für Android-Geräte und man kann sich dann einen Zugang selber kreieren. Also das bedeutet, man kommt in der Anton-App an und wird erstmal gefragt, welcher User bist du denn? Und sich da ruhig trauen und einen User für sich anlegen. Wenn man dann gefragt wird, an welcher Schule, welcher Einrichtung, kann man einfach sagen, weiter, ne? Also das kann man wegklicken. Und so gibt die Anton-App einem auch die Möglichkeit, sich da wunderbar einzuloggen, auch wenn man vielleicht nicht von der Schule aus gleich die Möglichkeit bekommt. Also Frau Harms hat recht, man kann das auch schulisch nutzen, indem man auch schaut, welcher Schüler steckt wo. Aber man kann sich auch völlig frei dort einloggen und die Angebote dort nutzen. Für uns in der Leseförderung ist besonders das Lehrfach Deutsch natürlich interessant. Also es gibt auch Angebote für
Englisch, Mathe, was auch immer. Also es gibt Angebote für sehr viele Schulfächer. Wir sind natürlich in allererster Linie bei Deutsch unterwegs und da gibt es die Möglichkeit, ja, die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Themengebiete für sich abzudecken. Hatten nicht einige von Ihnen auch gesagt, dass Sie schon mit dem Blueboard arbeiten? Würde mich jetzt doch mal interessieren. Was haben Sie denn schon gemacht mit dem Blueboard, liebe Teilnehmer? Wer hat denn schon mit dem Blueboard gearbeitet? Ich bitte mal um Handzeichen. Oh, okay. Es ist jemand, der hier ohne Bild teilnimmt. Okay. Ich habe mich jetzt gerade mal mit dem Bild dazugeschaltet. Wir haben mit dem Blueboard im Leseclub, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, unter anderem den Gryffalo mal nacherzählt. Also die Kinder haben dann den Gryffalo abfahren müssen nach der Reihenfolge, in der die Kinder in der die Tiere aufgetaucht sind. Und wir haben den Bluebot durch so eine, auch wir haben diese Matten auch benutzt und haben ihn durch die Stadt Mannheim fahren lassen. Also er musste dann zum Wasserturm und ja, was hier so bekannte Sehenswürdigkeiten sind, Parks fahren lassen. Aber die Idee mit der Schule finde ich auch ganz toll, dass man so die Schule eigentlich abfahren lässt. Ja. Warum in die Ferne schweifen? Was mich da noch interessieren würde, weil das Prinzip bei diesem Bluebot ist ja tatsächlich immer gleich, dass man den immer irgendwo hinsteuert mit diesen Pfeiltasten. Ist es den Kindern nicht langweilig oder ist es tatsächlich so, wenn man jedes Mal eine neue Bildunterlage oder das irgendwie nochmal ein bisschen neu aufbereitet mit irgendwie einem Würfelspiel, wie Sie es jetzt vorgestellt haben, Frau Freiwald, ist da immer wieder ein neuer Reiz, dass die Kinder das auch immer wieder mitmachen? Oder ist es so nach zweimal reicht es und dann müsste man vielleicht eine neue Kindergruppe ansprechen mit dem Bluebot? Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Ja, klar. Also im Grunde genommen, wir haben es mit 4 bis 5 Kindern gespielt in einer Gruppe. Wir halten die Gruppen verhältnismäßig klein bei uns in der Bücherei, wenn wir können. Wir teilen dann die Kinder so auf, dass auch jeder zum Zuge kommt. Und wenn Sie es so mit 4, 5, 6 Kindern durchspielen, wenn jeder einmal dran war, ist es dann auch okay. Ne? Danach beginnt meistens die Spielerei. Dann wird der Bluebot ein bisschen rumgeschickt und die Kinder freuen sich, wenn er dann ein bisschen tanzt oder dann wird Quatsch damit gemacht. Ne? Also es hat dann immer noch Unterhaltungswert, aber eben nicht mehr, es läuft nicht mehr ganz so in der Linie, in der man sich es vorstellt. Insofern, ja, den Bluebot als einen Programmpunkt von mehreren möglicherweise mit einbinden. Wenn wir, sagen wir mal, eine Geschichte lesen, dann den Bluebot die Geschichte zum Beispiel nacherzählen lassen, wie wir es eben gehört haben. Sehr schön, der Gryffalo bietet sich da wirklich für an. Und dann möglicherweise noch eine Gestaltungseinheit hinten dran hängen. Dann ist es gut möglich, eine Stunde zu füllen. Und dann hat man das einfach aufgelockert. Und ja, ich würde sagen, wenn jeder 1 bis 2 Mal dran war, hat sich es tatsächlich ausgespielt. Das muss man sagen, das ist so. Und dann muss man möglicherweise entweder den Schwierigkeitsgrad erhöhen, also indem man Klötzchen dann auf die Matte stellt und sagt, hier darf nicht lang gefahren werden, oder man sagt, wir dürfen nicht mehr rechts abbiegen, wir dürfen nur noch links abbiegen. Oder wir sagen, wir stellen den Vorwärtsgang ab und müssen nur noch irgendwie rückwärts und in Kurven fahren. Also wie gesagt, den Grad der Komplexität kann ich hochschrauben, je nachdem, wie ich als derjenige, der die Vorgaben macht, die Aufgabe formuliere. Was bei uns immer noch ganz gut ankam, wenn zum Schluss ein Ballett programmiert werden muss. Also die werden dann in eine Reihe gestellt und dann muss man sich ja einigen, was muss getan werden. Und dann tun sie nachher alle das Gleiche. Das ist noch mal ganz, das haben sie immer ganz gerne gemacht, ja. Wobei die nicht so ganz synchron fahren. Das tanzt immer irgendwie was aus der Reihe. Aber das ist zum Schluss noch mal so ein schönes Bild. Wenn man dann mehrere, also wir haben dann mehrere und dann kann jedes Kind dann auch nochmal seinen eigenen programmieren, dass man so 5 hat. Auch eine sehr schöne Idee. Vielen Dank, Frau Pörner. Ansonsten kann man auch dem Blueboard mit einem Stück Tesa einen Stift vor die Nase binden und sagen, wir probieren mal unseren Namen zu schreiben.
ist aber schon sehr komplex. Also da muss man ein bisschen dran kniffeln. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man das probiert. Aber ne, wenn man will, kann man ja einfach mal ein bisschen das Niveau ein bisschen hochschrauben. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit einem sprechenden Stift gearbeitet? Vielleicht nicht unbedingt der Telimero, vielleicht haben Sie es mit dem Bookie gemacht oder ja, gibt ja unterschiedliche. Ah, wir kriegen hier was in dem Chat. Das ist ja schön. Die Kinder lieben den Telimero und wir den Groß und wir Großen auch. Das ist schön, Frau Brechtl, super. Was für Sachen haben Sie denn gemacht mit Ihrem Telimero? Wenn Sie uns noch einen heißen Hinweis schreiben, das wäre natürlich super. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe eine Rallye gemacht bei uns in der Bücherei für Vorschulkinder und auch für Erstklässler. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, diese Kinder ganz wunderbar mit Aufgaben zu konfrontieren, die eben normalerweise gelesen oder vorgelesen werden müssten durch einen anderen Menschen. Stattdessen haben wir ihnen den Stift umgehängt und sie von Station zu Station geschickt. Und es ist natürlich sehr cool für die Kinder, wenn sie wie die Großen da durchgehen, ohne dass sie fremde Hilfe brauchen. Mit eigenen Aufnahmen und Geräuschen haben sie Bilderbücher neu vertont. Das ist super, weil wir werden schlussendlich, das ist natürlich mit allem so, auch bei diesen digitalen Geräten, die wir nutzen, nur dann gut damit zurechtkommen, wenn wir die Stärken ausnutzen, die diese Geräte haben. Ne? Und natürlich ist eine Stärke von dem Telimero, dass ich hier Geräusche zum Leben erwecken kann, dass die Handhabung sehr, sehr einfach ist. Das Ding hat hier oben eine kleine Vorrichtung für eine Schlaufe. Also wenn Sie können, wir haben das Ding an so einem Schlüsselband gehängt. Ne? Einfach so, dass das sturzsicher irgendwo aufbewahrt ist. Wir haben immer einen Team-Captain unter den Kindern, der kriegt den Schlüssel umgehängt. Ist eine wichtige Aufgabe und wir tauschen dann zwischendrin auch immer, sodass jeder mal den Stift gehabt hat. Das empfiehlt sich also immer, wenn man nur einen Stift hat, dann muss natürlich geteilt werden und dann muss jeder mal dran sein und jeder darf den auch mal genutzt haben. Frau Brechtl lässt uns noch mal teilhaben. Die Kinder lieben es also, die Bücher immer wieder neu zu entdecken und sich selbst noch Monate danach im Buch zu hören. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Also vielleicht haben Sie das als Kinder auch gemacht, dass Sie sich selber, bei uns gab es noch Kassetten. Erinnern Sie sich noch an Kassetten? Haben Sie Kassetten aufgenommen mit Ihrer eigenen Stimme? Ja, ich wette, oder? Ja, haha, genau. Und das ersetzen wir einfach und machen das ganz, ganz kurz und schmerzlos durch dieses Gerät hier. Das funktioniert auch wirklich ganz schnell und problemlos und das kann man auch mal dazwischen schieben. Für die Kindergartenarbeit bietet es sich natürlich an, Anlauttabellen zum Beispiel, die zum klassischen Programm für Vorschulkinder gehören, abzudecken mit sowas. Oder wie gesagt, eine Vokabelarbeit im Alltag mal einzuschieben für Kinder, die vielleicht Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Und ansonsten haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, wenn Sie beispielsweise ein Tierposter haben oder so, ne, gucken Sie mal in Ihrem Fundus, was alles da ist. In Kinderzeitschriften ist das ja auch immer noch so drin. Kann man beispielsweise mal ein Tierposter beschriften und da einen Sticker daneben machen, ne, und mal sagen, okay, das hier ist eine Pfote, eine Schnauze, ein Öhrchen, was auch immer Sie da finden. Interessant wird es natürlich bei Insekten, da gibt es ganz schön viele Spezialbegriffe. Und ja, wenn Sie Kinder da haben, die anderer Sprachen mächtig sind, großartig. Lassen Sie sich doch mal sagen, was Pfote auf Chinesisch heißt oder was heißt eigentlich Öhrchen auf Polnisch oder keine Ahnung, was auch immer Sie da haben. Nutzen Sie die Ressourcen, die Sie vorfinden. Lassen Sie die Kinder miteinander interagieren und vor allem, ja, finde ich, wenn man sich Wörter aus fremden Sprachen anhören kann und sich gegenseitig schenken kann, es gibt ein wunderschönes Gedicht, ich schenke dir ein Wort, schauen Sie es mal nach, dann ist das auch sehr, sehr wertschätzend anderen Sprachen gegenüber und anderen
Kulturen gegenüber. Und wenn man das klanglich im Ohr hat, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man es als Zeichen aufgeschrieben sieht. Und so kommen wir ganz einfach über so einen Stift, wo ich das Wort immer wieder anhören kann, in einen Austausch, der es uns auch erlaubt, gegenseitig wertschätzend mit unseren Sprachen umzugehen. Denn Sprache ist ein Schatz, den wir pflegen. Und Sie pflegen den, wenn Sie in der Leseförderung tätig sind, so wie ich, jeden Tag. Und Sie polieren ein kleines Stückchen am Gold und an den Edelsteinen herum. Denn Sprache ist ein wunderschönes Kulturgut. Wenn wir es weitergeben können und wenn wir die Liebe zur Sprache an Kinder vermitteln können, indem wir die Liebe zum Lesen und die Liebe zur Geschichte vermitteln, dann sind wir da auf einem richtig, richtig guten Weg.